Willkommen zurück zu Mario... Aufnahmefehler. Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe Online. Heute wieder im Rennen mit Galaxy Miner und Retrofire 337. Nein, ich will das Doppel. Die Aufnahme ist raus, Dennis. Mir ist gerade... Oh, er ist abgeschmiert. Oh, na toll. Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe Online mit Dennis. Oder Galaxy Miner. Und Retrofire 337. Und ich war richtig. Noch beim Black Screen. Oh. Aber gut, egal. Vielleicht ein guter Partbeginn. Schön schwarz und dann wird das eingeblendet. Das ist doch auch nicht verkehrt. Heute richtig. Wieder im Rennen. Und genau. Ja, auch nicht mehr der Battle-Modus. Also der wird diesmal nicht gefahren. Und für uns ist das jetzt etwas über eine Woche her, seitdem wir das letzte Mal Rennen gefahren sind. Und da ja eine schöne Abwechslung. Genau. Dann wollen wir mal sehen, was hier für eine Strecke ausgewählt wird. Es sind alles Japaner, außer Retro und ich. Da ja mal gucken. Aber New City fahren wir. Und ja, hier seht ihr es nochmal. Das ist unsere Runde heute. Zumindest die erste Runde, wie das danach aussieht. Wir wissen es auch nicht. Ja. Aber los geht's. Also Japan ist hier gerade aktiv am Zocken. Hallo Japan, schöne Grüße geht raus. Genau. Und die Deutschen werden jetzt hier mal schön den ersten, zweiten Platz holen, hoffe ich. Aber ich bezweifle es sehr. Ich bin jetzt hier schon zwei Runden gefahren. Bevor ich nicht mal. Ich hatte gerade eben Fehler bei der Datenübertragung gehabt. Das haben meine Zuschauer bestimmt noch gehört, weil das werde ich irgendwie mal so zusammenschneiden. Irgendwie finde ich das dann doch irgendwie cool. Ja, ich wollte es auch irgendwie drin haben, aber meine Aufnahme ist komplett hin. In dem Sinne. Ah. Naja. Gibt deutlich Schlimmeres. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Hä? Oh, das war pretty close. Warum? Oder kriegt man Schaden, wenn man gegen die Wand fährt? Danke, Rito. Nee. Kriegt das man war Schaden, Banane, wenn man... Ne? Nee, wenn man gegen die Wand fährt, kriegt man keinen Schaden. Merkwürdig, jetzt bin ich dadurch 12. Das war und wahrscheinlich so ein Nachhineinschaden so ungefähr. Ja. Irgendwie merkwürdig. Obwohl mich gar nichts getroffen hat, aber nein, ja, ich bin jetzt 12. Auch dank deiner Banane übrigens. Ja, läuft. Ich war vorher 2. Nee, so, Sterne, na ja. Sterne einsetzen lohnt sich jetzt hier ja weniger. Ja. Hier an der Stelle. Oh, was soll ich mit Pilzen? Mal einsetzen hier. Zack. So, noch ein paar Münzen dazu und weiter geht die Aufholjagd. 11. ist auch schon mal besser als 12. Da kann man ja schon mal nicht meckern. So, ich bin derzeit auf dem 3., 4. wie auch immer. Und kriege jetzt gleich eine rote ab, oder? Doch nicht. Weil also, ich ein Glück. Das Vorkämpfen ist hier extrem schwierig. Ja. Gerade weil halt auch die Strecke so schnell vonstatten geht, kann man mit Pilzen und so gar nichts anfangen auf den Tarnplätzen. Da braucht man schon einen Cool Willy oder einen Stern oder. Ja. Mal gucken. Aber ein Blitz wäre auch mal nicht schlecht. Kein Item bekommen, schade auch. Ich auch nicht. Das heißt, es wird gleich noch ein bisschen wieder was überholt hier. 9. Platz, ich bin damit jetzt nicht ganz so zufrieden. Mal gucken. Vielleicht. Und nur das 1er-Item, was? Nein! Gib Gas! Gib Gas! Oh, ich bin auf 7. geworden. Schade auch. Was bist du? 9. Was? Und ich hab dich noch überholt? Ja, moin. Von der Bombe. Ich hab dich gerade reingefressen ins Ziel. Ah, okay. Bombe von der Bombe erwischt. Ja, moin. Wir sind ja auch so ein bisschen erholt von dem ganzen Stress und die ganzen Ausrastern im letzten Mario Kart Stream. Da wir ja jetzt Splatoon 2 gestreamt haben. Das war erholsam. Es war erholsam anders. Ja, aber... Samstag ab 18 Uhr findet auch wieder ein Livestream statt. Ob wir dann aber Mario Kart oder Splatoon streamen, wissen wir noch nicht. Das werdet ihr dann im Infovideo jeweils erfahren auf den jeweiligen Kanälen. Richtig. Also entweder bei mir und bei Retro. So, und jetzt wollen wir hier mal einen besseren Platz als 8. oder so hier nach Hause fahren. Aber wenn jeder die Abkürzung nutzt, dann ist das auch nichts mehr Besonderes. Ja. Das war gerade ein bisschen knapp mit dem roten Panzer, der gerade vor mir fährt. Ja. Aber ich hab's geschafft. Freut mich für dich. Ja, mich auch.
Oh, der verblau! Oh, oh. Ja, mein. Der vor mir ist gerade einfach nur die Banane durchgefahren. Ja, du wurdest bei mir auch nicht ganz vom Blauen getroffen eigentlich. So, eine rote für dich, mein Freund. Zack. Und da sind wir auf dem dritten Platz. Das lässt sich doch schon mal sehen. Der schießt. Ja, 3x3 bin ich geworden. 3x3. 3x3. Das ist 33, okay, nein, Spaß. Ey, was ist denn hier Kubli hier vorne? Und jetzt wird noch mein Item geklaut. Oder vielleicht auch nicht. Nee, nach hinten schmeißen, nach vorne. Oh, ach so. Ich sag dir nicht nach hinten schmeißen. Nee, Moment, schmeißen nach hinten. Schon wieder kein Item bekommen. Schon wieder einen verblauen. Ach Mann! Komm, jetzt brauche ich ein gutes Item. Nehmen. Ich auch nicht. Da kommt noch ein Kubli an. Die Runde. Ey! Ja, super schlechte Runden unter Japanern. Ich ja. Mein dickes Minus. Oh nein, meine 9300 sind in Gefahr. Ich glaube, ich hatte ein Trauma. Das finde ich gut so. Tick-Tack. Macht es bei dir im Kopf auch immer andauernd so. Tick-Tack. Ja. Tick. Tag. Also zu Hause nicht, aber wenn ich halt irgendwo anders oftmals bin, dann machst du doch irgendwie ständig Tick-Tack. Warum? Weil da eine analoge Uhr noch ist. Ah, in den gut. Anderen Räumen. Muss man ja auch erstmal erklären, was das ist. Eine analoge Uhr ist. Das ist die Dinger doch mit diesen Ziffernblatt und diesen zwei Zeigern da. Genau, genau. Die sich so immer drehen. Der eine braucht eine Stunde für eine Umdrehung, der andere eine Minute. Nee, warte. Ja, doch, das ist auch noch ein dritter Blatt und da. Noch der andere braucht 12 Stunden fürs Umdrehen. Das ist. Ey, was macht denn der Typen da? Der will abfacken! Alter, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Weißt du, der stellt sich die ganze Zeit im Doppel-Item, bleibt da stehen, nimmt sich das die ganze Zeit und ja, trifft mich noch mit irgendwas. Ja, was ist das für ein scheiß Abfacker? Bums! Wegen dem bin ich jetzt knapp. Zehnter. Nee, zählt aber nicht ganz. Wie, ich krieg auch einen Scheiß, Alter. Ein Pilz. Wow. Ja, sieht doch schon besser aus. Bei Buhu auf dem 10. Platz und so finde ich auch nicht ganz so schön. Gib Gas! Ich bin 6. geworden, nur weil man einmal erwischt wird. Einen habe ich ausgedrückt. Perfekt. Aber du bist noch nicht am Ziel. Nee, noch nicht im Ziel. Weil du sagtest, du bist 6. geworden, also. Nee, das klang so final. Runtergerutscht, weil ich einmal von irgendwas erwischt würde. Einer vom Blauen, nice. Ja, mich jetzt auch nicht. Ach, da bist du ja. Der mit den Grünen da. Oh, Dennis, das war knapp. Ich weiß. War alles Skill und geplant. Ja, aber wir bist doch schon gegen mich gefahren. Ja, bei mir auch so halb. Wow, ich hab mich selbst erwischt. Sehr gut. So machst du es. Nicht gut. Nein, nicht gut? Nee, nicht gut. Hier, ich räume mal ein bisschen nach vorne auf. Mann, warum bin ich jetzt 7. Hey, ich war doch eben noch ganz gut. 9. 8. Was? 8. Nice. Huhu, ich bin schlecht. Ich krieg keine Punkte. Du bist schlecht. Die große Drachenmauer haben wir dann heute mal ein bisschen mit Inselbewohnern. Inselbewohnern, ja. Ja, so dann ist sie auch ganz gerne liebevoll. Da kommt ja bald Animal Crossing raus. Ist das ja, nicht schon diesen Monat? Wie bitte? Ist das nicht schon diesen Monat? Richtig. Aber habe ich mich nie für interessiert. Oh, abgeschmiert. Wow, das war ganz komisch abgeglitscht. Oh. Oh, Kurve mega geil genommen. Mega geil. Und dann klaut er sich das Item. Was ist das für ein. Ach, ich kann nicht mal seinen Namen lesen. Was das für eine Arbeitsanstellung ist? Nee, ich wollte eigentlich seinen Namen vorlesen, aber dann merke ich so, nee, kann ich nicht. Ich kenne die Zeichen nicht. Japan soll mal neue Schriftzeichen einführen, und zwar unsere. Haben sie ja theoretisch. Aber auch so. Das sind nicht. Als primäre Schriftzeichen meinst du? Ja. Och man. Ey. Bin ich mal kurz erster, grüne, zack, 8. Ja, nice, ne? Wo sind die ganzen Noobs hin? Noobs?
Kriegt nicht mal das Doppel-Item. Wir haben jetzt ein paar rote hier. Zack, für dich. Dann für dich da vorne und hier noch eine. Oh, schön. Für dich, mein Freund. Ich mische gerade bei den Top 3 hier mit. Oder den Top 3? Mhm. Nicht ganz. Ich meinte nicht du. Also ich meinte ja, mich. Und ich sagte ich nicht ganz. Achso. Ich habe nur nicht ganz verstanden. Das war ja, wow. Ich bin der Elfter. Nein! Von allem erwischt. Nein! Och man, wird man nur einmal getroffen. Und dann kriegt man auch scheiß Items. Was soll denn das? Ja, natürlich. Bist eben so gut gewesen und. Und? Meine Hand tut weh. Hm. Ich hab was für ein schönes für dich. Egal wie schlecht die Runden laufen, Japaner sind eh immer besser. Haha. Ha, ha. Aber es ist so. Weißt du, ich werd. Ach nee. Ich war die ganze Zeit vorne. Die ganze Zeit. Und dann werde ich einmal getroffen. Oh, Achter. Und dann kommt der scheiß Blitz, dann scheiß Items und. Oh. Ich möchte zum Blitz mal nicht so viel sagen. So, Reto, jetzt das Leben ist hart. Jetzt möchte ich zerstören. Willst du das? Ah, der mich gesnipert oder was? Ja! War das dein Boomerang schon wieder? Ja. Dennis, doppelt Moppel zählt nicht, ne? Doch! Ich hab einen Hass auf dich gerade! Aber soll ich einen Hass? Ich musste mich gerade vom 12. auf den 1. zurück oder nach vorne arbeiten. Ah, ich denke mal, jetzt habe ich genug Drache ausgeführt. Ich tut mir leid, ich musste irgendwo hin mit der, ja, mit der Wut. Ich bin momentan auf dem 10. unterwegs. Ach, leckt mich doch jetzt hier alle! Bist du auf dem 1.? Nö. Ich bin 12. Freut mich für dich. Ja, danke. Geil! Oh. Zack, ist. Okay, gute Items, ich bin schließlich letzter hier, ne? Wow, eine Feuerblume! Wow! Okay, und jetzt bitte den Blitz. Bitte den finalen Blitz. 7. Nice. Also, ich bleibe lieber im hinteren Feld. Da kann man nicht so viel verlieren. Außer das, was man. Ja, ja, hat. Du bist derjenige, der die ganze Zeit 12. ist oder so und sich dann nach vorne arbeitet und dann auch mal. Das war's dann auch. Letzten zwei Runden. Ja, 7. Weißt du, ich war 2. Dann kam eine Scheißbombe runtergeflogen. Dann kam noch eine Scheißbombe und dann war ich 11. oder sowas. Ja. Klar, mir auch. Scheiß Item. Ich brauch so ein Scheiß nicht hier. Items? Items sind überbewertet.
Ich bin eine rote, fand ich. Aber dann ist, ich bin gerade dabei, dein Move einzusetzen. Und Boomerang. Dum dum dum. Großartig. So wollte ich das nicht, aber. Hui! Ich bin jetzt auch wieder auf dem App unterwegs. Was ist mit der Roten falsch? Ich hab schon irgendwie geahnt, dass ich nur drei Pilze bekomme. Kein Item. Oh, Dennis! Ha, plus 3 Punkte. Wow! Warum kriegt man hier so scheiß wenig Punkte? Du elfst durch Hyrule. Ich fahre nie wieder nur mit Japaner. Nie wieder. Heute nein, das letzte ist gut. Mal. Das letzte Mal. Ich dachte heute, als ich in die Uni gegangen bin, ach, wir sind immer nur regional fahren. Heute können wir mal global fahren. Heute können wir mal machen. Weil ja auch Nam meinte hier, hallo Nam, ja, bei global kriegt man mehr Punkte. Nein. Ja, nein. Kriegt man nicht. Ich war im Sechster oder so und trotzdem nur plus 3 Punkte, obwohl so viele Schwätze hier sind. Also, stimmt diese Aussage nicht. Ich hab nochmal die Banane liegen lassen, ne? Ja, ist in Ordnung. Das Doppel ist nicht meins. Aber meins war's. Für dich, Knorren. Warum geht die... Ich verliere mich gleich. Wow. Bei mir hat er die doch gerade abgelegt gehabt. Das war der Feuerball. Der Feuer... Nee, ich wurde von der Banane erwischt. Achso, okay. Weil irgendwie war es bei mir der Feuerball, den ich eigentlich gar nicht nach vorne schmeißen... Wen hat es jetzt erwischt? Dich? Ja. Das, bei mir hat es erstmal kurz die anderen erwischt gehabt. Mensch, Mario Kart. Japaner spielt es wirklich doof, Dennis. Der Delay ist so hoch. Jetzt mal immer noch dieses scheiß Peer-to-Peer-Zeug. Wozu bezahle ich jährlich hier für diesen Scheiß hier? Shigeru Miyamoto, steckst du dir das ganze scheiß Geld selber in die Tasche oder was? Ja, der da vorne kriegt einen scheiß Kugel wie die Iskle. Der kriegt auch noch einen Kugel wie die. Was ist mit mir und mich Armlutscher hier? Ah, natürlich kein Kugel wie die. Natürlich. Wie soll ich hier nach vorne kommen? Ganz ehrlich. War klar? Ich sehe doch nichts! Ich sehe doch gar nichts! Hallo, der wurde von der Grünen getroffen! Wow, immer noch 9. Mann, schade. Ein Dreck. Einer aus Frankreich ist wieder dazugekommen. Wir sind nicht mehr alleine aus Europa. Oha. Aber ob das gut ist, keine Ahnung. Wir werden sehen. Uhu, ein Pilz. Ich habe genauso viel bekommen. Ja, das ist heute schon die vorletzte Runde. Ich wollte gerade schon sagen, letzte Runde, ja Mann. Nein, so
Komm. So viel wollte ich nicht sagen. Ich bin jetzt mal Erster. Darf ich mal heute bitte Erster werden? Das ist ganz gut für meine Psyche. Nein, ich werde gleich wieder überholt. Hier für dich. Ah, natürlich weiß er, dass da eine Grüne kommt. Natürlich. Ja. Wow, das war gut gesniped von hinten. Und wirst du einmal erwischt, kriegst du erstens kein Item mehr ab und zweitens bist du dann auch gleich wieder im hinteren Segment. Ja. Oder Mittelsegment. Na klar doch. Na klar doch. Der hat so viel Glück. Ich schieße ihn mit einer Grünen ab, treffe ihn nicht. Und er schießt mich mit einer Grünen ab, trifft mich natürlich. Ist doch klar. Und wie ich sehe, bekommt hier jeder das gleiche Item. Ich glaube, der da vorne hat Cheatwasser getrunken. Cheatwasser? Ja. Ich kann er nur Zehnter? Oh ja, wurde aber bin ich offiziell, inoffiziell auf dem letzten. Weil die beiden Marios, die da hinten fahren, sind geschenkt. Ah, damit kann ich nichts anfangen. Oh, die Banane da. Ah, ich probier's trotzdem. Zack. Dich da vorne. Egal. Und okay. Schon wieder Zeta. Wow, meine Güte. Nö. Naja. Oh, ich komme zu meinen 8300 vielleicht noch. Die letzte Runde entscheidet. Ein Deutscher ist mit dabei. Noch. Der Berghain. Oha. Wir sind nicht allein. Aber gleich ist er alleine. Mit den Franzosen. Und den Japanern. Ja, weil das denn ist unsere letzte Runde. Genau. Ja. So, kann ich nochmal hier irgendwie Zweiter oder so werden? Das war eigentlich eben schon ganz gut für meine Psyche. Zwar bin ich nicht Erster geworden, aber... Ja, da frage ich mich eigentlich gerade. Vorhin große Töne ragen und... Aber die meiste Zeit der Rennen doch irgendwie vor mir fahren. Zum Schluss ins Ziel. Du kennst mich doch nicht anders. Und glaub, dann aber noch große Rachetöne spucken. Das ist halt so der Punkt, verstehst du? Irgendwie habe ich das von Jonas abgeguckt. Ey! Ja. Findest du das gut? Nein. Warum machst du das? Ich weiß, ich kann auch nichts dafür. Mich wird dazu gezwungen. Danke okay, für das Doppelwerte. Die Kurve nehmen. Entschuldigung, ich bin Sechster. Auf einmal passiert dann da irgendwas und dann ist man nämlich nicht mehr ganz so viel auf dem Ersten. Echt nicht? Und da kam ein Blitz. Gut, das Turbofeld habe ich noch mitbekommen. Und ein Doppel-Item. Oh, ich auch. Was soll ich mit einem Pilz und einem roten Panzer auf dem 8. Platz? Was hast du bekommen? Bestimmt besseres Zeug. Ey. Ja, zwei Pilze natürlich. Mehr Itempech kann man gar nicht haben, oder wie? Ja, das klar doch. Dritter! Ja! Komm, Chat Ninja. Oh, das letzte Rennen, das lief doch noch ganz gut. Ach Mann. Ein Motivationsschub. Das ergibt keine Pluspunkte, da bin ich mir sicher. Das erste Plus, so gefühlt. Naja, das zweite oder dritte. Ja, das war's dann heute für Mario Kart 8 Deluxe. Richtig. Nächste Woche, Donnerstag, geht's auf jeden Fall mit einem Part weiter. Und Samstag dann der Stream. Egal, ob zu Mario Kart 8 Deluxe oder Splatoon 2. Wird auf jeden Fall geil. Ja, richtig. Also. Und dann, euch noch einen schönen Tag. Und bye bye. Ciao.